In Italien zeigen Hunderte von Faschisten den Hitlergruß und die Regierungschefin Meloni, die schweigt. In Deutschland trifft sich die AfD mit finanzstarken Unternehmern, um die Deportation von Millionen Menschen zu organisieren. Dann geht es ja nicht um ein paar mehr Rückführungen. Es geht um ethnische Säuberungen, darum, dass sich Menschen eine Zeit zurückwünschen, die es nie wiedergeben darf. Und darum, dass sie sich eine Welt zurückwünschen, die Europa schon einmal an den Abgrund gebracht hat. Kommer du passivt titta på när fascisterna och nazisterna och rasisterna återigen tar plats i de offentliga rummen, i de lokala styrena, i regeringar och i parlament? Är du en av dem som normaliserar och tänker att det är nog inte så farligt? Eller kommer du organisera dig och göra motstånd? Vi måste oss klar machen, dass Rechtsextreme eben selbst inzwischen in Parlamenten sitzen und dass ihre Ideologie sich ausbreitet. Und ich frage mich auch, warum manche so still sind. Diese Stille gegenüber dem Rechtsextremismus, die darf es in Europa nie wieder geben. Deshalb ist jetzt der Moment, alles zu tun, um dieser menschenverachtenden Bewegung entgegenzutreten. Und die Mehrheit sagt klar, wir stehen hinter der Demokratie. Und deswegen ist es gut und höchste Zeit, dass sie jetzt aufsteht, auch auf den Straßen, für die Demokratie, für die Grundrechte und für die Freiheit aller Bürgerinnen und Bürger.